Am 29.11. kommen so viele Filme ins Kino, dass wir heute schon starten. Und zwar mit Ruby Sparks. Ruby Sparks ist von den Machern von Little Miss Sunshine, wird auch groß angepriesen. Hey, Little Miss Sunshine. Und einer der Darsteller aus Little Miss Sunshine ist auch dabei. Paul Dano spielt nämlich hier die Hauptrolle des jungen Autors. Der hatte mal einen großen Hit, um jetzt so kurz die Story anzureißen, hat aber jetzt eine Schreibblockade und weiß überhaupt nicht mehr weiter. Und in einer seiner Sitzungen beim Psychologen kommt er auf die Idee, hey, ich träume gerade von so einer Frau, darüber könnte ich ein Buch schreiben. Und Ruby Sparks heißt eben diese Frau in seinen Träumen. Und er schreibt darüber und diese Figur wird zum Leben erweckt. Das heißt, plötzlich steht Ruby vor seiner Tür. Und das ist natürlich ziemlich abgefahren, gerade weil alles, was er darüber schreibt, passiert auch tatsächlich bei Ruby, mit Ruby Sparks, bei Ruby Sparks und auch in dieser kompletten Beziehung. Und damit ihr aber erstmal überhaupt was vom Film sehen könnt, habe ich für euch hier den Trailer. Ich möchte Ihnen eine Schreibübung aufgeben. Darf es schlecht sein? Grottenschlecht finde ich am besten. Ruby Sparks, 26 Jahre alt. Alles, was ich will, ist über Ruby schreiben. Es ist, als ob ich mich verlieben würde. Das ist wundervoll. Doch nicht in ein Mädchen, das ich erfinde. Wieso nicht? Sie ist nicht real. Vielleicht doch. Nein. Calvin, hast mir im Bett gefehlt letzte Nacht. Calvin! Alles Einbildung, alles Einbildung. Bist du böse auf mich? Warte, heißt das, Ruby ist bei dir zu Hause? Können Sie sie sehen? Calvin! Ob ich sie sehen kann? Wie mich sehen kann? Was? Es gibt sie wirklich. Niemand erscheint einfach so aus dem Nichts. Sie schon. Wie? Es ist Liebe, es ist Magie. Schreib etwas über sie und dann sehen wir, ob es wahr wird. Wenn es so ist, hast du recht. Ruby spricht Französisch. Calvin! Pourquoi vous me regardez comme ça? Das ist so irre. Du hast mit bloßer Fantasie eine Frau erschaffen. Mom wird durchdrehen. Hi, Mom. Hi, Ruby. Du kannst sie alles tun lassen. Für alle Männer auf dieser Welt. Sag mir, dass du dir diese Gelegenheit nicht entgehen lässt. Das ist die wahre und unmögliche Geschichte meiner großen Liebe. Beim Lesen mag man denken, sowas geht nur mit Zauberei. Aber es ist Zauberei, wenn man sich verliebt. Hast du zufällig einen Namen? Ruby. Sag mir aber nicht, wie es ausgeht, okay? Die Story finde ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn jetzt gerade nicht mega neu. Wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal Schräger als Fiktion mit Will Ferrell, Emma Thompson, wo Emma Thompson eine Autorin ist, die über eine Figur schreibt, die im wahren Leben existiert und der das passiert. Hier ist es jetzt einfach umgekehrt und etwas direkter, dass der Autor dabei ist. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Letztendlich muss man aber sagen, dass die Geschichte nicht ganz ausgereift ist, weil an einigen Stellen man das Gefühl hat, da ist euch jetzt gerade nichts eingefallen und aus diesem Schrägen gehen wir dann doch wieder ins Konventionelle über. Die Darsteller sind eigentlich durchweg sympathisch, außer der Hauptdarsteller Paul Dano, den habe ich nachher gehasst. Und ich darf jetzt nicht zum Ende sagen, weil ich möchte nicht spoilern, aber ich kann euch sagen, dass ich ihm, wenn ihm was Gutes widerfährt im Film, ich habe es ihm einfach nicht gegönnt. Das ist aber der Story natürlich, ist die Story schuld, ja, weil er soll ja tatsächlich unsympathisch sein. Das gelingt tatsächlich gut. Der komplette Spannungsbogen ist aber gerade in der zweiten Hälfte dann etwas mau geworden. Warum sollte man sich Ruby Sparks trotzdem im Kino anschauen? Gerade wenn ihr Fan von dieser Idee seid und auch diese anderen Filme nicht gesehen habt, die ich eben genannt habe, zum Beispiel Schräger als Fiktion, dann ist das natürlich ein netter Film. Doch, man kann sagen nett, wenn ihr jetzt nicht zu große Erwartungen habt, sondern einfach nett unterhalten werden wollt, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig. Wenn ihr euch den Film auf keinen Fall anschauen solltet, wobei auf keinen Fall klingt jetzt ein bisschen hart, aber wer jetzt so eine Arthouse-Perle erwartet und denkt so, oh, das ist ein klitzekleines Meisterwerk, weil ich Little Miss Sunshine so großartig fand, dann lasst es besser bleiben und schaut euch das Ding auf DVD an, denn dieser Film war zumindest aus meiner Sicht, und meine Sicht ist jetzt ja nur tatsächlich meine subjektive Meinung, war der Film eher mittelmäßig. Wenn ihr gut findet, was wir hier in der Filmfabrik machen, ob das jetzt diese Review war oder allgemein, lasst gerne einen Daumen da und auch wenn es nur die Kerzen sind, die so schön sind, gerne den Daumen nach oben. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt, dann ist der Daumen runter natürlich auch erlaubt. Kommentiert gerne, was erwartet ihr vom Film, welche Filme habt ihr schon gesehen, die euch daran erinnern oder auch bei anderen Fragen. Ich versuche immer so viel wie möglich zu beantworten und wenn euch der Kanal gut gefällt, die Filmkritik in der Filmfabrik, dann abonniert das Teil doch, könnt ihr hier oben auf diesen verrückten Knopf drücken und dann werdet ihr immer informiert, denn gerade diese Woche habe ich ja alle zwei Tage für euch eine neue Filmkritik.